Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte mit Schuch. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Weltwirtschaftskrise 1929 und ihre Auswirkungen auf Deutschland. Hier sehen wir den Dow Jones, den amerikanischen Aktienindex des Jahres 1929-30. Und was wir hier klar erkennen können, ist der Einbruch im Oktober 1929, als die Aktienkurse in den Keller gingen und damit einen Börsencrash verursachten, und der führte zur Weltwirtschaftskrise. Wir fragen uns zunächst einmal, was ist da passiert? Wie konnte es dazu kommen? In den USA, wie in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, war es in den 20er Jahren zu einer Zeit der wirtschaftlichen Erholung gekommen. Die goldenen 20er oder The Roaring Twenties brachten Freizeitvergnügen mit sich und einen wirtschaftlichen Aufschwung, von dem die Leute dachten, dass jetzt bessere Zeiten anbrechen würden. In den USA profitierte davon vor allem der Mittelstand, der relativ gut verdiente, die Gehälter waren in Ordnung, die Löhne waren in Ordnung, die Menschen hatten Geld zur Verfügung und nun machte man ihnen das Angebot, dieses Geld noch zu vermehren in ganz attraktiver Art und Weise, nämlich ihre Ersparnisse in Aktien zu investieren. Der Aktienboom für die kleineren Leute startete hier in den USA erstmals und viele Menschen legten ihr Geld in Aktien an und konnten damit auch ganz gute Profite machen. Also die Gewinne waren deutlich höher, als wenn man sein Geld nur im Sparstrumpf hätte gelassen. Aber das Problem war, dass diese Menschen zwar zunächst von diesem Aktienaufschwung profitierten, aber es waren keine Profis. Und Aktienkurse laufen ja nicht immer gleichmäßig schön nach oben, sondern sie sind Schwankungen ausgesetzt. Und jetzt passierte Folgendes. Wir sehen hier am Anfang noch, wie die Aktien schön steigen, auch in den Monaten Juli, August. Ab September lassen die Aktienkurse dann nach. Und viele Menschen haben sich jetzt gedacht, boah, ey, mein Geld, was ich jetzt hier verdienen kann, das möchte ich nicht verlieren. Und haben angefangen, ihre Aktien abzustoßen. Das waren keine Aktienprofis, die so genau wussten, dass Aktienkurse so Schwankungen ausgesetzt sind. Und deswegen haben die sich gedacht, lieber verkaufe ich meine Aktien und bekomme mein Geld, als dass ich größere Verluste mache. Das haben ganz viele Kleinanleger gemacht. Und jetzt passiert natürlich Folgendes: Wenn Aktien verkauft werden, sinken die Kurse. Und je mehr der Kurs gesunken ist, desto mehr Aktien wurden verkauft. Und was passiert? Es entsteht ein Dominoeffekt. Die Aktien gehen immer mehr in den Keller, die Menschen stoßen ihre Aktien ab und dann kommt es Ende Oktober eben zu diesem Börsencrash, als ganz viele Aktien verkauft werden. Die Banken werden gestürmt. Hier sehen wir so einen Bankenrun in den USA. Die Menschen wollten ihr Geld haben. Die Banken mussten teilweise dicht machen, weil sie einfach kein Bargeld mehr hatten. Und es kam zu diesem massiven Einbruch, der natürlich auch einen ganz starken Wertverlust an der amerikanischen Aktienbörse darstellte und jetzt in den USA eine Wirtschaftskrise auslöste, die dann in den USA zur Great Depression führt, die weite Teile zum Beispiel des mittleren Westens ganz stark verarmen lässt. Was hat das Ganze eigentlich jetzt dann mit Europa zu tun, wenn in Amerika die Börse crasht? Dazu müssen wir uns anschauen, wie der Geldfluss zwischen den USA und Europa speziell in der Zeit des Ersten Weltkrieges und unmittelbar danach war. Es war nämlich folgendermaßen: Die USA hatten Großbritannien und Frankreich von Anfang an, von 1914 an, Kriegskredite gegeben, um den Krieg gegen Deutschland zu finanzieren. Nach 1919 geben die USA Deutschland, der neuen Weimarer Republik, Kredite für Unternehmen, dass die Wirtschaft wieder aufgebaut wird. Warum? Deutschland musste ja an Großbritannien und Frankreich Reparationen zahlen. Und diese Gelder waren notwendig, dass Großbritannien
und Frankreich die Kriegskredite plus Zinsen an die USA zurückzahlen konnten. Also hatten die USA ein großes Interesse daran, dass in Deutschland die Wirtschaft auch funktioniert, weil sie davon profitiert haben. Und sie haben natürlich auch von den deutschen Krediten wieder Zinsen bekommen. Als nun aber die Wirtschaft in den USA crasht, als der Börsencrash da ist, hat das dann auch unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland. Denn die kurzfristigen Kredite, die wurden jetzt aus Deutschland von den USA wieder abgezogen. Und da ging es um 10 Milliarden Reichsmark, also ein richtig kleckliches Sümmchen, was da zusammenkam. Und dieses Geld wurde jetzt abgezogen. Geld, was vor allem in Firmen investiert wurde, in Unternehmen. Und was passiert daraufhin? Ganz einfach Folgendes. Die Firmen, die diese Kredite hatten, viele davon gingen in Konkurs. Wenn Firmen in Konkurs gehen, bedeutet das, die Zahl der Arbeitslosen steigt. Wenn die Zahl der Arbeitslosen steigt, dann steigt auch, dann sinken auch die Löhne von denen, die noch Arbeit haben, denn es sind ja genug Arbeitslose da. Und gleichzeitig mit den sinkenden Löhnen sinkt auch die Kaufkraft. Wenn die Kaufkraft sinkt, passiert Folgendes: Die Produktion sinkt. Und wenn die Produktion sinkt, gehen wiederum viele Unternehmen pleite. Und da ist man jetzt in einem Teufelskreis drin, der zu einem starken wirtschaftlichen Niedergang führt in Deutschland und vor allem zu einem immensen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Wenn wir uns hier diese Statistik anschauen, dann sehen wir ganz deutlich, wir haben hier zwischen 1929 und 1932 einen immensen Anstieg der Arbeitslosenzahlen auf 5,58 Millionen. Bei einer Gesamtbevölkerung von 65 Millionen. Und bei der Gesamtbevölkerung werden ja nicht nur die Arbeitenden mitgezählt. Und damit hatten wir eine ausgewachsene Wirtschaftskrise in Deutschland, verursacht eben von der Wirtschaftskrise in den USA, die als Weltwirtschaftskrise natürlich auf alle Länder ganz starke Auswirkungen hatte. Das Problem in Deutschland war, dass aus dieser Wirtschaftskrise eine Staatskrise wird. Wie diese Staatskrise ausgesehen hat, werde ich in einem anderen Video erklären. Wichtig ist nur hier zu wissen erstmal, die Staatskrise führt dann zum Untergang der Weimarer Republik. So viel für heute. Ganz kurz, Geschichte mit Schuch. Weltwirtschaftskrise 1929. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen aus diesem Video, ihr konntet profitieren für Klausuren, für Exen, zur Wiederholung. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr die gerne stellen in den Kommentar. Ich versuche sie dann auch zeitnah zu beantworten. Bei Wünschen für irgendwelche Themen zu Videos einfach kurz in den Kommentaren was schreiben. Das war's. Macht's gut, bleibt mir gewogen.